Österreich holt Silber bei den Paralympics, Messi feiert Premiere bei PSG und Mini-Grand Prix sorgt für Aufregung. Willkommen zu den Sportnews hier aus dem KRONE TV-Studio. Es ist die Erfüllung eines Lebenstraumes. Triathlet Florian Brunngraber gewinnt am Sonntag Silber bei den Paralympics in Tokio. Der Oberösterreicher sorgt somit für die zweite Medaille für Österreich. Zuerst liegt der 36-Jährige nach der 750 Meter langen Schwimmstrecke auf Rang 8, kann sich dann auf der 20 Meter langen Handbike-Strecke auf Platz 3 vorkämpfen, bevor er sich dann im Rennrollstuhlabschnitt das Edelmetall sichert. Brunngraber, für den es die erste Teilnahme an den Paralympischen Spielen ist, bezeichnet dieses Rennen als das härteste seines Lebens. Eine Medaille knapp verfehlt hat am Wochenende Thomas Geierspichler. Der Flachgauer holt sich beim 1500-Meter-Rennen den undankbaren vierten Platz. Wir werfen einen Blick auf das Bundesliga-Wochenende. Mit einem 1:1 endet das mit Spannung erwartete 333. Wiener Derby zwischen Austria und Rapid. Bereits in der 33. Minute sorgt Lukas Mühl mit einem Schuss aus kurzer Distanz für die Führung der violetten Gastgeber. In der zweiten Halbzeit verschafft dann Marco Grühl nach einer Flanke von Grawarz für Rapid den Ausgleich. Trainer Didi Kübauer zeigt sich über das Unentschieden enttäuscht. Er meint, dass die Grün-Weißen im Blick auf die Statistik des Spiels überall besser gewesen sein sollen. Auch der Veilchen-Coach Manfred Schmidt muss sich mit seiner Derby-Premiere mit einem 1:1 zufrieden geben, meint aber, dass ihm beim Blick auf die Tabelle nur noch schlecht werden würde. Die Austria befindet sich nämlich mit nur noch 4 Punkten weiterhin ganz unten im Tabellenkeller. Andi Ogris soll nun zur geschwächten Austria zurückkehren und ihr als Scout zur Seite stehen. Wir kommen zum internationalen Fußball. Lionel Messi feiert am Sonntag sein mit Spannung erwartetes Debüt für Paris Saint-Germain. In der 66. Minute wird Messi gegen Stade Reims statt Starkicker Neymar eingewechselt, kann aber dann nicht an seine gewohnten Glanzleistungen anschließen. Denn er steht vor allem im Schatten eines Mannes, Kylian Mbappé. Der 22-Jährige, der zu Real Madrid wechseln soll, sorgt da für einen Doppelpack in der 16. und der 64. Minute. Für PSG ist es der vierte Sieg in Folge. Sie liegen weiterhin an der Tabellenspitze. Und Welcome Home heißt es für Cristiano Ronaldo. Denn jetzt steht fest, er kehrt zu Manchester United zurück. Ronaldo, der sich bei Juventus schon länger unwohl gefühlt haben soll, soll nun für rund 25 Millionen Euro zum englischen Verein zurückwechseln. Von 2003 bis 2009 ist Ronaldo gleich dreimal Meister und einmal sogar Champions League-Sieger mit den Red Devils geworden. Es war das wohl sonderbarste Rennen in der Geschichte der Formel 1. Gestern am Sonntag findet der Grand Prix von Belgien statt. Wegen dem starken Regen verzögert sich zuerst der Start um 3 Stunden. Dann absolvieren die Fahrer formhalber für die Wertung 2 Runden in langsamem Tempo hinter dem Safety Car. Fans zeigen sich jetzt enttäuscht und bezeichnen dieses Rennen, für das es sogar die halbe Punktezahl inklusive Siegerehrung gab, als Farce. Denn am Ende geht Platz 1 an Red Bull-Star Max Verstappen, Rang 2 an George Russell, für den es der erste Podiumsplatz ist, vor dem drittplatzierten Mercedes-Piloten Lewis Hamilton. Und das entspricht einfach mal dem Ergebnis des Qualifyings vom Vortag. Für Verstappen ist es der 6. Saisonsieg, mit dem er nun seine Aufholjagd in der Tabelle fortsetzt, denn jetzt trennen die Niederländer nur noch 2 Punkte vom führenden Lewis Hamilton. Ein ähnliches kurzes Grand Prix-Spektakel gab es übrigens schon 1991 beim Grand Prix von Australien. Trotz Sieg platzt gestern der Traum von Olympia 2022 in Peking für Team Österreich. Mit einem 4:1 gewinnen die Rot-Weiß-Roten zwar gegen Polen, müssen aber die Teilnahme bereits am Freitag abhaken. Der Grund: die 1:2 Niederlage gegen die Slowakei und das 2:5 die Niederlage gegen Belarus. Österreich holt sich somit den 3. Platz in der Gesamtwertung, aber der reicht für Olympia leider nicht aus. Als Turniersieger geht das Ticket nämlich an den Gastgeber, die Slowakei. Der Trainer des österreichischen Nationalteams, Roger Bader, zeigt sich aber trotz der Peking-Pleite zufrieden. Er meint, 95% des Spiels seien positiv verlaufen. Man könne hier einiges für die Zukunft mitnehmen. Zum heutigen Start der US Open herrschen für Zuschauer in New York strenge Regeln. Eine Impfung ist nämlich Pflicht. Allerdings gilt dies nicht für die Profisportler. Deshalb setzt sich jetzt Tennislegende Andy Murray für eine Impfung ein und ruft seine Kollegen auf, sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden, auf andere zu schauen. Unterstützung bekommt er da von seinen prominenten Kollegen wie Roger Federer und Rafa Nadal. Dies schmeckt allerdings nicht jedem, denn Weltranglisten-Erster Novak Djokovic hofft weiterhin darauf, dass es keine Impfpflicht für eine Turnierteilnahme geben würde. Der Serbe ist 2020 während dem von ihm organisierten Adria-Turnier selbst an Corona erkrankt.
Das waren soweit die wichtigsten Sportnews des Tages hier aus dem Krone TV Studio. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Boom, 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 boom.